Liebe Kinder, leider können wir gemeinsam nicht den Kreuzweg feiern, so möchte ich euch heute ein paar Figuren mit dem Kreuzweg zeigen und jede Kreuzwegstation beginnen wie immer mit den Worten: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. So. Erste Station ist jetzt, und ich gehe jetzt mit dem Kopf rauf, weil so ist es sehr unangenehm für mich. Eine Station ist, wo der Jesus eben das Kreuz trägt. Darum heißt es ja auch Kreuzweg. Jesus schleppt sein Kreuz, manchmal fällt er sogar nieder und am Schluss bekommt er Hilfe von Simon von Cyrene. Hier haben wir einen Soldaten, der ihn antreibt. Und hier gibt es einen Soldaten, der zieht Jesus auch noch einen Strick und treibt ihn auch an. Und da hinten gibt es auch noch einen Soldaten mit Lanze, der sagt auch zum Jesus: Marsch, schau, dass du weiterkommst. Am Weg begegnen Jesus auch Leute, die ganz traurig sind, die Jesus vorher schon gehört haben, die seine Predigt gehört haben, und die jetzt sehr traurig sind, dass Jesus das Kreuz tragen muss. Am Weg begegnet ihm auch Veronika, die das Schweißtuch reicht, und seine Mutter, die ganz erschüttert ist und ihren Sohn bangt. Ja, dann gehen wir gleich zur nächsten Kreuzwegstation. Wir sagen wieder: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Dann ist Jesus an einem hohen Berg und dort wird er wirklich gekreuzigt. Zuerst werden ihm noch all seine Gewänder runtergenommen. So, da ist schon Jesus am Kreuz. Und Jesus wird nicht alleine gekreuzigt, sondern gibt es noch zwei andere Verbrecher, die auch mit ihm gekreuzigt werden. Da habe ich jetzt ganz viel Platz am Bildschirm. So. Und unter dem Kreuz ist wieder seine Mutter. Und Johannes, der Apostel, der sie auch noch tröstet. Und da gibt es auch wieder ein paar Soldaten, die aufpassen, dass hier kein Tumult geschieht und dass hier niemand einen Blödsinn macht. Und Jesus stirbt dann auch am Kreuz. Damit gehen wir zu noch einer Station. Wir beten wieder: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ja, Jesus wird ins Grab gelegt. Simon von Arimathea, der gibt sein Grab her. So, da. Ja, das geht ein bisschen streng. Er gibt sein Grab her, damit Jesus auch ordentlich bestattet wird. Und ja, hier haben wir noch zwei Engeln, die auch beten. Und ja, Jesus bleibt nicht im Grab liegen, sondern Jesus wird auferstehen. Und das feiern wir dann zu Ostern. Das war jetzt ein sehr kurzer Kreuzweg, aber ein bisschen was könnt ihr euch jetzt hoffentlich vorstellen. Und so bitten wir den Herrn Jesus, dass er durch sein Kreuz unsere Welt erlöst, uns das Heil und alles Gute und Segen bringt.